Aufzeichnung starten. So, meine liebe Dagmar, du kannst aufs Knöpfchen drücken. Alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen dienen ausschließlich Informationen der Teilnehmer, sind keine Empfehlung oder Aufforderung, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen, jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten und liegen im Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können. Über die speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinar oder Seminar Teilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste in Börsengeschäften, die Teilnehmer auf Beispiele, Aussagen dieses Seminars, Webinars, Berufe, werde vom Dozenten Volkspositiv nur von deren Partner und Führungsgehilfen übernommen. Übrigens gelten die Lizenzbestimmungen AGBs von Volkspositiven gesehen, gelesen und geweint. Stopp! So, damit ihr das wisst. Ne? Alles gut? Diese Risikobelehrung werden wir leider wieder einführen müssen und ihr werdet ihr euch jedes Mal anhören müssen. Aber ihr habt dann morgens wenigstens auch was zu lesen zum Wachwerden. So, guten Morgen in die Runde, um die Frage gleich zu beantworten. Beim Zahnarzt ist es gar nicht gut gegangen. Habt ihr schon mal eine Nacht mit einer dicken Fresse und mit wahnsinnigen Backenzahnschmerzen verbracht? Das ist nicht schön. Das kann ich euch sagen. Man geht zum Zahnarzt mit Zahnschmerzen und kommt zurück mit mehr Zahnschmerzen. Super, ne? Ich wusste gar nicht, dass die Jungs mit Zahnschmerzen handeln. Ich dachte, die sind dazu da, den Scheiß zu beseitigen. Nein, die verkaufen dir noch was davon. Die packen noch eine Schippe drauf, wie beim Schlachter. Darf es ein bisschen mehr sein? Super. Also, heute das gleiche Spiel nochmal. Damit müssen wir leben. Wir müssen allerdings damit rechnen, wenn das legale Zeug, was man sich jetzt die halbe Nacht einwirft, nicht hilft, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man steigt auf Sachen um, die nicht so legal sind, dann weiß ich nicht, ob das Seminar am Wochenende so gut wird. Oder man tritt dem Kumpel nochmal auf die Füße. Das werde ich wahrscheinlich heute auch tun. Nee, der Zahnarzt in Ueckermünde hat nicht gefuscht. Jetzt müssen wir einfach sehen, wie wir damit klarkommen. Okay. Wir sind im 5-Minuten-Chart. Im 5-Minuten-Chart bewegen wir uns im Moment in den klassischen Mustern. Ja, vielleicht Verständnis, wenn ich mich heute etwas kurz halte. Bewegen wir uns im Moment in der Korrektur. Wir gucken uns das Spiel einmal ganz kurz an. Was haben wir im 5-Minuten-Chart für einen Trend? Antwort, schnell. Wir wollen skalpen, wir wollen schnell sein. Also Speed. Super. Super. Ihr seid ein paar Pappnasen. Ich mache mir mal einen Spaß jetzt. Ich lese euch mal die Antworten vor. Ohne Namen, okay? Long, aufwärts, Short Trend, Abwärtstrend, Short, Long, Long, Moin, Long, Short, Abwärts, Aufwärts, Long, Abwärts. Aufwärtstrend, übergeordnet, Abwärtstrend, im Aufwärtstrend, Long, im aktiven Short, Trend los. Aufwärtstrend. Oh oh. Ich habe einen scheiß Job gemacht. Was haben wir gesagt? Was sollt ihr machen?
Was haben wir gesagt? Was ist euer Job? Ja. Tief und hoch einzeichnen. Wer hat's gemacht? Apropos Hausaufgaben, sind wir genau beim richtigen Punkt. 23% der Teilnehmer von Anneliese haben die Hausaufgaben gemacht. Und das ist das Resultat. Wisst ihr, was das Schöne an dem Job ist hier? Man wird auch mal fürs Meckern bezahlt. Es gibt Leute, die bezahlen dafür, dass sie geschlagen werden. Hier wird ja nur dafür bezahlt, dass man meckert. Schade, schlagen hat ja früher auch geholfen, ne? So. Und weil es so schön war, machen wir das jetzt mal zusammen, das Spiel, ne? Wir haben hier eine Bewegung ununterbrochen. Unstreitig, oder? Fangen wir mal schön an. Hier haben wir eine Bewegung, das ist unstrittig, oder? Immerhin, einer hört zu, jetzt sind schon zwei. Wenn man das übergeordnet sieht, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Korrektur. Hier haben wir ein tieferes Hoch, hier haben wir ein tieferes Tief. Das hier haben wir ebenfalls schon wieder einen verschachtelten Trend. Wenn wir grob denken, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. So denken wir grob. Richtig? Weil wir uns von dieser Bewegung irritieren lassen. Eins. Zwei, zu kurz geraten. Drei, auch ein Stück zu kurz geraten. Nummer eins hat übertrieben. Eigentlich heißt es immer Nummer eins ist umgefallen, aber hier hat Nummer eins übertrieben. Zack. Da fangen wir an. Zack, fällt euch was auf? Nicht viel, okay. Machen wir es richtig. Die Bewegungsansätze werden kürzer und sind ungleichmäßig. Was kann man daraus schließen? Wir bewegen uns in der Korrektur. Das hier ist übergeordnet ein Korrekturmodus. Okay, gucken wir uns den Trend an. Da wollen wir ja hin, richtig? Die Frage lautet ja immer, haben wir übergeordnet einen Trend? Ja oder nein? So, und in welche Richtung geht der Trend? Ich kann es klein und ich kann es größer sehen. Wir haben hier eine Bewegung. Wir können die sogar bis dahin, wir können die ein bisschen ausdehnen. Und wir haben hier eine Korrektur. Seit wann steht das fest, dass das hier eine Korrektur ist? Ja, dass wir kein neues Hoch haben, steht aber erst fest, seitdem wir ein neues Tief haben, oder? So, hier haben wir doch eindeutig ein tieferes Tief und hier können wir schon mal die übergeordnete Zeiteinheit rauslesen. So, jetzt gehen wir aber mal eine Nummer höher, eine Nummer weiter. Wir gucken uns das hier mal an.
Bewegung, Korrektur. Bewegung, haben wir hier ein neues Hoch? Eher nicht. Korrektur, haben wir hier im Schlusskurs neues Tief? Eher nicht. Kein neues Hoch, kein neues Tief. Kein neues Hoch, kein neues Tief. Hier haben wir erst ein neues Hoch. Da. Da haben wir erst die Trenddefinition aufwärts. Und wenn wir die sogar nehmen, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Und das Ding hier, diese Bewegung hat hier alles nach unten durchschlagen, was irgendwo geht. Wir haben neue Tiefs, wir haben dieses Tief hier durchschlagen und wir haben sogar hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wechsel in den 1 Minuten. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Hier kein neues Hoch, aber hier haben wir ein neues Hoch jetzt massiv. Wir haben einen Aufwärtstrend. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Hier müssen wir Minimum durch, um die Abwärtstrenddefinition sogar feinfühliger wieder zu sehen. Und wenn man das nicht kann, dann macht man das so, wie ich das jetzt gemacht habe. Dann macht man das mit Strichen. Nochmal, dafür gibt es Analyse, dafür gibt es Analyse 2 und dafür gibt es Snagit. Setzt euch hin, macht es. Ich freue mich auf die Teilnehmer im Seminar. Kleiner Tipp am Rande. Wer das nicht drauf hat, wer das nicht lernt, wer nicht bereit ist, das zu lernen, das zu trainieren, das zu sehen, der wird an der Börse scheitern. Das hören die meisten ungerne. Aber das ist so. Und glaubt mir eins, wir sehen viele scheitern. Wenn man das nicht drauf hat, wird man kein Regelwerk beherrschen. Und hier sind wir schon in der Vermischung der Regelwerke. Wir haben hier jetzt eine Bewegung. Drehen wir den Spieß um. Wir haben hier eine Bewegung. Diese Bewegung startet da, die Nummer 2. Was fällt euch auf? Im Gegensatz zu dem, was wir gerade nach oben gemessen haben. Was fällt euch auf? Ach, was? Wir haben einen Trendbruch und die Bewegung ist sauber. Das muss man optisch erfassen. Wir können es sogar bis hierher nehmen. Bis dahin haben wir Toleranzbereich. Nummer 1. Nummer 2 ist sogar im Zeitrahmen schneller und ein Tick länger. Fibo drauf. Zack, was haben wir gemacht? Fast auf den Tick genau an die 61,8, wenn die Korrektur da zu Ende ist. Starten wir da und landen da. Ziele unten zwischen 82 und 82 haben wir unseren Zielbereich und 80. Zwischen 82 und 80 sollten wir unten hinlaufen. Fertig. Und die ganze Nummer bis 8:35 Uhr Serverzeit. Dann wird man sehen, ob es passt. Alles kann, nichts muss. Aber so kann man da rangehen. Wenn man denn will. Wenn man nicht will, dann lässt man's. Korrektur 61,8. Korrektur 61,8. Das sagt uns ganz klar, wir sind wieder im Bewegungsrhythmus und nicht mehr in der Korrektur. Korrekturen laufen immer unsauberer. Und bevor ihr mir Mails schickt,
mit Chartbildern, wie schön der Euro doch sich jetzt am RSI orientiert und das im Börsenbrief XYZ steht, dass der ja gerade irgendwie eine negative Divergenz aufbaut und der Stochastik mit den und den Werten sich gerade geschnitten hat, weil Guru siehste nicht und kennste nix irgendwo geschrieben hat, das muss jetzt so sein. Bevor er das macht, tut mir Gefallen, schickt mir Bilder mit eingezeichneten Trends. Uns fehlen noch ein paar. Uns fehlen noch ein paar Hausaufgaben. Das ist das A und O an der Börse. Wenn man das nicht kann, braucht man sich auch nicht mit komplizierten Sachen irgendwo beschäftigen. Wenn ich das einmal eins in der ersten, zweiten Klasse in der Schule nicht gelernt habe, wenn ich das kleine einmal eins nicht auswendig kann, dann brauche ich gar nicht damit anfangen, die Geschwindigkeit von der Kurbelwelle mit der Geschwindigkeit einer Nockenwelle im Auto ins Verhältnis zu setzen und die Fliehkraft an der Außenkante von der Nockenwelle mit der Fliehkraft an der Außenkante der Kurbelwelle zu vergleichen. Und das ist genau das, was man hier macht. Jesus musste auch erst schwimmen lernen, bevor er übers Wasser laufen konnte. Ihr wollt gleich übers Wasser laufen. Tut mir einen Gefallen. Lernt mit uns gemeinsam schwimmen. Mit mir, mit uns, mit unserem Team, mit Anneliese. Das hilft mir. So. Das waren nur die 5 Minuten. Letzte Bewegung in 1 Minuten. Die stinkt nach unten. Aufwärtsbewegung im 1-Minuten-Aufwärtstrend korrigiert bis zur 61,8. Demnach hätte er Luft bis zur 1,16. Wir drehen das Spiel jetzt mal kurz um für heute und fassen die Marken jetzt mal an, die wir heute auf der Agenda haben. Welche Marken haben wir für heute auf der Agenda? Nur aus der kurzen Zusammenfassung, aus dem kurzen Blick, was wir jetzt mal gemacht haben. Das ist geil, wenn man Zahnschmerzen hat, ist sowas wie heute früh Aggressionsabfuhr erster Güte. Meine Therapiestunden für nächste Woche kann ich absagen, brauche ich nicht mehr. Abreagiert, fertig. Mein Therapeut hat eine Woche Ruhe. Also, wo liegen die Stops von gestern? Liegen bei der 23,24 und da liegen sie gut. Man kann sie etwas nachziehen, weil wir sollten heute die 1,1616 nicht groß überschreiten. Richtig, die liegen im Bereich 23,2425. Da sind Zielbereiche von gestern bei 23 und da liegen die Stops von diesen Positionen. So, und diesen Stop, den können wir heute Morgen etwas nachziehen. Bitte dran denken, dieses ist keine Handelsempfehlung. Ich zeige euch nur, was ich mache. Meine Stops für diese Position gehen dahin. Er macht die Muster immer sehr schön sauber. Gestern, da, zack, haben wir uns ja gestern Nachmittag schon mal drüber unterhalten, sauber unten angelaufen. So, wenn wir jetzt mal ganz übergeordnet da reingehen, ganz übergeordnet, dann sehen wir, dass er gestern sehr weit korrigiert hat. Bis an die 76. Er hat das Maximum ausgekostet. Weiter durfte er nicht. Weiter durfte er nicht, was uns natürlich da drinne bestärkt.
dass er heute hier nicht drüber darf. Wenn er hier oben drüber geht, hat er auch den Trendbruch im übergeordneten Chart. Wenn wir den mal durchblättern, guckt euch das an. 15 Minuten, im 30 Minuten, im Stundenchart. Überall hätten wir dann einen Trendbruch. Selbst in 4 Stunden hätten wir einen Trendbruch in dem Fall, wenn er da oben drüber geht. Deswegen können wir die Stops da oben drüber legen. Etwas Luft lassen. Okay? Kann ich lange kurbeln. Etwas Luft lassen über den Hochs und fertig ist das. Moin, Thorsten, kommt die nächste Analyse mit den Hochs und Tiefs noch in diesem Jahr. Die kommt noch in diesem Jahr. Wenn ihr Schnarchlappen uns eure Hausaufgaben schickt, dann machen wir die Analyse weiter. Also, es sind glücklicherweise von so ein paar fleißigen Bienchen die Hausaufgaben auch da. Dafür schon mal danke. Die würden auch zur Not langen, um uns einen Überblick zu verschaffen, um einen guten, verwertbaren Überblick zu verschaffen. Reicht es uns leider noch nicht. Und es, ganz ehrlich, es macht mich auch ein bisschen traurig, wenn man sich den Hintern aufreißt, hier was zu machen und die Leute lassen sich berieseln. Ihr wollt es lernen, also macht ein bisschen mit. Und wenn wir die Hausaufgaben komplett haben, werten wir die aus. Wir haben dieses Wochenende Seminar, das Wochenende danach haben wir Messe und wir werden uns nach der Messe direkt darum kümmern. Deswegen haben wir auch gesagt, wir machen die Analyse 2. Wir machen die wahrscheinlich Ende November, so dass wir im Dezember auch noch ein Thema machen können. Dann haben wir nämlich viermal Analyse 2 durch. Vielleicht schaffen wir sogar noch eine fünfte zum Thema Analyse 2. Dann haben wir Analyse 2 abgehakt und können dann im Januar oder so mit Analyse 3 weitermachen. So. Bei der WOT kann ich die Hausaufgaben nicht gebrauchen. Da habe ich beide Hände voll zu tun. In einer Hand Kaffee und in der anderen Bier. Das eine, um Zahnschmerzen zu machen, das andere, um sie wieder wegzukriegen. Okay, übergeordnet sind wir hier Short Stops 1,15, 15 oben drüber mit etwas Luft, hier unten die 82. Und wenn wir nochmal ganz hoch gehen und sagen, okay, wir wiederholen diese Bewegung hier nochmal, nachdem er gestern sauweit korrigiert hat. Dann dürften wir sogar noch die 1,1543 sehen. Das wären 50 Punkte nach unten. Und die sollten wir uns auch nicht entgehen lassen. Allerdings bewegen wir uns hier in einer nicht so angenehmen Nummer. Ich mag ja Kanäle, aber so ein Kanal hier ist einfach nur langweilig. Und wenn dann noch so ein Fehlausbruch hier nach unten macht, weiß man nicht, was man so davon halten soll. Aber wenn ich dieses Tief nehme hier und den Kanal so einzeichne, dann hat er jetzt die Oberkante nochmal geholt und darf jetzt hier unten an die Unterkante laufen. Die Unterkante deckt sich hier mit der 43 und auch mit dem Zielbereich. Das heißt, an der 43 unten aufpassen. Okay? Ich hoffe, das war genug Stoff. Ihr habt zu tun heute. Aufgaben habt ihr. Langfristige, mittelfristige Positionen sind drinne. Die werden jetzt abgesichert. Im kurzfristigen Bereich, das heißt kurzfristig, so sind wir hier in der Korrektur. In der Korrektur brauchen wir wiederum einen Trendbruch. Und wer im Seminar war, gewesen ist, der weiß, was wir da alles abfragen.
was da gefragt ist. Also bereitet euch schon mal drauf vor. Und jetzt ist gut, ich verkrümel mich. Ich schätze mal, heute Abend kann ich die in der Apotheke auch duzen. Wir sehen uns, wenn alles gut geht, heute Nachmittag wieder. Wenn sich was anderes ergeben sollte, das weiß ich erst um 9, wenn sich was anderes ergeben sollte, kriegt ihr eine Mail mit einer Absage für heute Nachmittag. Dann ist das so. Aber ich muss Prioritäten setzen und ich möchte nicht das Seminar am Wochenende gefährden. So, in diesem Sinne euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Seht zu, ihr das Maximum rauszuholen. Die Marken stehen fest. Mal gucken, vielleicht sehen wir uns ja heute Nachmittag bzw. morgen früh wieder. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss, moin, moin, euer Thorsten.